Was wir dir auf jeden Fall empfehlen, das hast du selbst schon gerade erwähnt, eigentlich in einem Nebensatz, Bundles anzubieten. Geh hin zu den Paketen, geh weg von der Zeit, also wirklich von Zeit gegen Geld in dem Sinne. Also wenn dich jemand Ja. fragt, was kostet denn ein Blogbeitrag und wie lange brauchst du dafür? Weißt du, das gibt es einfach nicht. Es gibt halt zum Beispiel ein Bundle bei dir, ein Paket, das beinhaltet im Monat einen Blogbeitrag mit 1000 Wörtern. Pro Woche, keine Ahnung, zwei Posts, zwei Social Media Posts sind dann acht Posts plus nochmal irgendwie ein paar Story Highlights, whatever, musst du mal gucken und da machst du dann einen Price Tag dahinter. Damit tust du dir halt auch viel leichter in der Außenkommunikation. Weißt du, es ist glasklar, was der Kunde bekommt, was er kaufen kann und da machst du im Endeffekt drei Produkte, jetzt für diese Dienstleistung, machst du drei Produkte, ein kleines, ein mittleres und ein großes und rein psychologisch. Immer im Pricing, also immer wenn ihr euer Pricing macht, immer wenn ihr Produktkategorien für euch macht, meistens wird das Mittlere gekauft, weil die Kunden wollen nicht das Billige, die wollen aber auch nicht das Teure, die wollen genau die Mitte. Deswegen versucht immer euer Kernangebot in dem mittleren Pricing zu definieren. Das, was dann am meisten gekauft wird auch. Gebt aber auch die Option, ein kleineres Pricing, also einen günstigeren Einstiegspunkt, aber auch wirklich die exklusivere Dienstleistung dann, dass da ein bisschen teurer ist. Ihr wisst, dass es auch Konzerne machen. Ne? Der Maybach bei Mercedes ist nur erfunden worden. Die wussten, dass sie damit draufzahlen. Der Maybach ist das bekloppteste Auto, was du auf den Markt bringen kannst. Es wurde nur erfunden oder reaktiviert, um die S-Klasse zu verkaufen. Das gleiche beim Phaeton. Beim Phaeton, der wurde nur gebaut, um den Passat nach oben zu pushen. Das ist die Logik dahinter, dass du über dem allerkrassesten Modell noch ein krasseres hast. Dann denken die sich, na, den braucht eigentlich keiner, der ist ja Gaga, brauche ich nicht. Dann kaufe ich mir halt eine S-Klasse. Ja? Und das baust du hier auch. Produktiviert eure Angebote. Auch wenn es eine App ist, ein Service ist, eine Dienstleistung. Productized Services. Nicht Zeit gegen Geld. Auch wenn es eine Beratung ist, ist es in einem Bundle, einem Paket, einem Retainer, weil ihr sonst immer in diese unsagbaren Diskussionen reinkommt. Das macht keinen Spaß. Damit könnt ihr eigentlich eure Kunden auch schon aussortieren. Und wer ein Produkt hat, weitermachen. Noch mehr machen.